Herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Deck. Heute wieder am Acker und das Geilste ist, da haben sie sogar mal schon aufgeräumt. Wahrscheinlich machen sie da irgendeine Wasserleitung, weil ich habe da gerade reingeschaut. Nach dem Bandel her, Wasserleitung, ich bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall ist es schön tief drin und wir sind da, wo ich früher die Römerstraße gegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, wo da recht viel finden noch. Auf jeden Fall, wir haben dort letztes Mal recht viel gefunden und da, wo so alles der Seite liegt, werden wir ein bisschen drüber schauen. Vielleicht findet man schon was Schönes. Gut, fangen wir mal an zum Suchen. Huhu, der erste Fund am Acker. Reispfennig. Da sind ein schönes Hockenkreuz um. Super. Was anderes hätte man nicht erwartet auf einem Acker. Gut, schauen wir weiter. Der nächste Fund, eine riesen fette Patronenhülsen. Was genau das ist, weiß ich nicht. So, der nächste Fund, ein bisschen Blei wieder. Wieder so wunderschön, ja, super. So, als nächstes ein bisschen anderes Blei, eine Muskettenkugel, eine wunderbare. So, der nächste Fund ist wieder aus Blei, schaut da noch aus, als irgendeine Verzierung war, interessant. Na, du Hutz. Schauen wir weiter. Der nächste Fund, zwei heller, ne, das wieder gerade. Vielleicht findet man noch mehr. So, der nächste Fund beinhaltet noch mehr Blei. Ja, das ist schon interessant, jetzt findet man schon immer mehr Blei. Der nächste Fund, eine Bleiblombe. Natürlich mit der Nummer 6 um. Schön. Der nächste Fund, eine Münze. Was genau für eine das ist, kann ich gerade sagen. Da ist auf jeden Fall eine 1 um. Vielleicht ist sie reichsbändig. Der nächste Fund, wieder ein Bleiblumpen. Super. Kann ich bei der Flaschenfabrik aufmachen. Die Nummer 17. Ja, was das sein soll, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist auf jeden Fall aus Aluminium. Gut, schauen wir weiter. So, meine Freunde, wir kommen immer weiter zurück ins Jahr. Ein Kreuzer, da steht, weiß jetzt gerade nicht, was da steht, aber der ist jedenfalls extrem alt. Ein schön guten Zustand, das gefällt mir. Gut, schauen wir weiter. So, mit den Muskettenkugeln geht es auch wieder schön voran. Die war extrem tief einmal diesmal. Wundert mich eigentlich, dass ich die Tiefen noch erwische und das nimmt der Baum. Gut, schauen wir weiter. So, eine weitere Muskettenkugel. Joint me, das kann man jetzt schon langsam sagen. Ich glaube, wir haben schon jetzt mittlerweile schon 3 oder 4 Muskettenkugeln miteinander gesammelt. Schauen wir weiter. So, direkt neben dem Acker finden wir nur ein paar Muskettenkugeln. Ja, das ist lustig. Schauen wir weiter. So, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ja, was ich dazu sagen muss, es ist ganz schön zum Finden gewesen, was mich wundert, nicht auf der Straße, was wir da umgeräumt haben und die ganzen Haufen wir auch schon angesucht. Auf jeden Fall war er ertragreich. Schauen wir uns die Funde daheim an. So, die Funde vor den heutigen Tag waren super. Also das, was wir in 1,5 Stunden gefunden haben oder 2, hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall habe ich ein paar Fragen an euch, was das sein könnte. Ich glaube da nicht, dass das für irgendwas Römisches gewesen war. Irgendein Flaschenhals. Glaube ich zumindest gar nicht. So, natürlich wieder unsere lustigen Patronenhülsen. Samt Bleiinhalt. Na gut, das Blei findet man schon ganz schön oft am Acker. Diverse Knöpfe. Irgendwas, wo 17 umsteht. Dann Bleiblampen, da haben wir auch schon haufenweise gefunden. Und natürlich unsere Muskettenkugeln, die finden wir sehr oft da draußen. Also die, hoffentlich finden wir die beim nächsten Mal auch. Weil ich möchte jetzt schauen, dass ich das nächste Mal wieder da draußen zuhörgehe. Und super Münzen, 2 heller. Das kommt wahrscheinlich ein Reichspfennig sein, ich bin mir jetzt sicher. 10 Reichspfennig haben wir auch schon mal. Sieht man ganz genau. Super. Und natürlich einen Kreuzer, einen wunderschönen. Der ist eigentlich wirklich schön erhalten. Also da habe ich einmal ein gutes Glück gehabt. Ich weiß auch nicht. Und natürlich was anderes, was das vielleicht sein kann. Weiß ich selber nicht. Vielleicht wisst irgendeiner, was das sein kann. Da ist ein Loch durch. Vielleicht war es irgendein von einer Kette irgendwas. Auf jeden Fall sehr interessantes Teil. Ist natürlich aus Blei. Ich weiß nicht, ob ich an Zeit dort schon das Blei gehabt habe, aber ist sehr interessant. Ja, dann sagen wir, pfiat euch bis zum nächsten Mal, wir schauen wieder am Acker noch. Pfiat euch!